Lasst den Turm brennen, auf Wiedersehen! Was? Euer Turm brennt, ihr Narren! Revi? Gar nichts geht. Okay, jetzt habe ich. Dieser ohne Witz, ne? Junge! Der ganze Turm brennt, der Turm ist verloren, Alter! Ich weiß, brauchst du doch gar nicht retten! Revi, komm, okay. Revi! Yo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Empire. Zusammenfassung des gestrigen Livestreams. Leider konnte ich gestern nicht streamen, sorry, OBS hat rumgespackt. Ihr solltet auch noch die gestrige Folge Empire von mir geschaut haben, Link oben in der Videobeschreibung, damit ihr das, was jetzt auch folgt, verstehen werdet. Und Samstag, also morgen um 12 Uhr mittags, beginnt mein 12-Stunden Empire-Stream. Da wird aber auch nicht nur Empire, also da wird überwiegend Empire gezockt. Aber auch andere lustige Spiele mit Zuschauern werden da gemacht. Also schaltet ein, oben, also twitch.tv/patriotlp, Link auch oben in der Videobeschreibung. Ab 12 Uhr, morgen 12 Stunden Livestream, haut rein, viel Spaß. Was willst du hier? Ich werde jetzt zu euch kommen. Ja. Und ihr tut besser daran, friedlich zu sein, sonst wird Mofok euch zerfleischen. Da können wir nur drüber lachen, Alter. Stellt euch mir! Patrick, hast du den Bogen? Ja, hast du. Ja, ich brauche keinen Bogen gegen ihn. Ist unnötig. Ah, da oben ist er. Da oben ist er. Was willst du hier? Geh! Was habt ihr hier Schönes gebaut, hä? Ja, eine schöne Festung. Glaubt ihr, diese Mauern sind für mich irgendein Hindernis für meine Flugdrachen? Ah, du wirst schon sehen, Revi, super, natürlich. Alter. Siehst du, da ist das Hindernis. Die Magie einzige dieser Mauern. Die, meine noch begrenzte Macht. Warte ab, bis Gaia mir die unbegrenzte Macht zuteil werden lässt. Ja, ja. Verschwinde! Verschwinde! Flieg weg! Was hindert mich daran, euren Turm von oben anzuzünden, hä? Okay, wirst du sehen. Da. Ist ein gutes Stichwort. Revi. Du willst ein bisschen Feuer. Braucht ihr etwas Feuer unterm Hintern? Revi, du willst es also echt, ne? Lasst den Turm brennen, auf Wiedersehen! Was? Euer Turm brennt, ihr Narren! Revi? Viel Spaß damit, ich habe jetzt noch was anderes zu klären. Revi? Gar nichts geht. Okay, jetzt habe ich. Jetzt, dieser ohne Witz, ne? Junge! Der ganze Turm brennt, der Turm ist verloren, Alter. Ich weiß, brauchst du doch gar nicht retten. Mann! Ich tue jetzt hier Wasser. Das geht Drache. Also, ich hab dieses Wasser hier platziert, damit das sich nicht ausbreitet. Sonst würde wahrscheinlich noch unsere Mauer brennen oder so. Ja, ist halt so dumm, Alter. Ich baue halt 2 Tage an diesem Scheiß. Ja, das ist das Leben, Mo. Das ist das Leben. So, Petrit, das muss Rache geben. Das, Mann, der fliegt einfach hier drüber. Nein, es gibt es Rache. Wir gehen zu uns. Wir hatten. Ja, guckt euch an. Ja, ich seh's ja. Guck mal, wurden erpresst, wir mussten. Wir müssen aufpassen, dass die Mauer nicht brennt. Ja, ich hab doch hier Wasser platziert. Wir brauchen mehr Wasser. Du hast das Wasser weggetan. Junge, ich hab fast 2 Tage an diesem scheiß Turm gebaut. Hör mir zu, wurden ja erpresst, dass wir jetzt was anzünden müssten. Wir hätten auch drauf geachtet. Das gibt was? Rache, was? Mein Freund. Ich war doch nicht 2 Tage an dem Turm und du brennst ihn einfach ab. Okay, jetzt reicht es, Revi. Jetzt reicht es. Ja, was ist mit dir los, Mann? Wir haben dir doch gar nichts getan, wir sind doch nur abgehauen von dir. Gab es viel Schaden an eurer Burg? Ja, gab es! Oh, wenn ich mir das so betrachte, sieht das noch relativ ganz aus. Was? Willst du mich verarschen? Einen zweiten Angriff starten. Nein, du machst jetzt keinen zweiten Angriff, Trevi! Patrick, ich weiß von eurer Prophezeiung. Was für eine Prophezeiung? Wovon sprichst du? Ich weiß von dem, was euch die Geister aufgetragen haben. Das was? Ein Präventivschlag. Du kannst sowas gar nicht über. Hä, wie willst du denn sowas wissen? Haha, du hast dich verraten, Patrick. Du hast dich gerade verraten. Ich weiß gar nichts. Du hast dich gerade verraten. Ich habe einfach gemutmaßt. Ach komm, sei ruhig. Patrick. Was? Verschwinde. Wir gehen einfach. Wir wollen einfach unsere Festung wieder reparieren. Geh. Geh warum einfach. Baut ihr so eine riesige Burg, hä? Hä, weil wir Lust dazu haben! du wirst sehen. Deine Knochen, die werden bald bei uns sein. Was, hast du die Knochen geklaut? Nein. Aber als eine Knochen. Patrick, ich rate euch eins. Nähert euch nicht der Feste vom Hammerklang. Warum kommst du denn zu uns? Wir wollten gar keinen Krieg mit dir. Du musst ein Zeichen setzen. Ein Zeichen setzen? Was ist das für ein Zeichen? Du machst unsere ganze Festung hier kaputt. Verschwören sich gerade mehrere Leute gegen uns im Hammerclan. Was, wer, wie? Aber ich werde das nicht tolerieren. Wer verschwört sich gegen wen? Alle noch unter Gaias Joch leiden. Wer verschwört sich gegen wen? Gaia wird euch niederstrecken. Allesamt. Und dich zuerst, du Ketzer. Was, wen meinst du? Dich. Mich. Ich meine ich. Ich bin ein Ketzer. Du Narr. Ach so, okay, gut. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Was? Petrit, Gaia hat mich groß und stark gemacht. Was hat er dir verleiht? Ich habe sie aufgenommen, ich habe 2 dunkle Herzen gefunden. Du bildest dir das alles ein, Revi. Kevin hat's mir bestätigt. Ach, Kevin. Petrit, ich bin in der Lage, den Drachen, den Wolfsdrachen zu reiten. Mofok.
Junge, hast du das gesehen? Ja, Mofuk wird bald tot sein, mein Mofuk Freund. Wird, ja, ja. Sollte ja. Mofuk etwas zu haben, ja, okay, zu ja, Leide passen, ja, sollte, ja, ja. Mofuk, lass Mofuk da raus. Mofuk wird bald die Karotten von unten wachsen sehen. Glaub mir, Digga. Glaub mir, vertrau mir. Was? Sollte Mofuk etwas zustoßen? Ja, was dann? Was dann? Deine ganze Familie. Was? Alles, was dein Hab und Gut ist, lass dich abschlachten. Lass meine Familie aus dem Spiel. Ich werde Mo die Fußnägel ziehen. Ja, ja. Nur weil du dir... Lächerlich. Das heißt, die Fußnägel aufrollen. Ich bereite die Rache gerade vor. Ja, bereite die Rache. Wir müssen auch gar nichts dafür tun, dass... Dann müsst ihr gleich, wir müssen uns nicht nähern, Revi, denn alles wird von alleine passieren. Petrit, ich hab die Lava-Eimer gerade geholt. Hol die mal, gib mir mal zwei Du, zwei Ich. Leute, jetzt gibt's Rache. Der hat ohne Grund. Ey, okay, ich hab an diesem Scheißturm 2 Tage gebaut. Ey, man könnte jetzt sagen, ja, aber wir wollen doch auch was dazu. Erstens, wir werden dazu verleiht und zweitens, wir hätten darauf geachtet, dass nicht so viel kaputt geht, nur damit. Woher sollt ihr das auch wissen, eigentlich, dass wir den angreifen müssen? Erstens das und zweitens, wir hätten darauf geachtet, dass nur ganz wenig was zu Schaden kommt, damit diese Macht da, die uns da erpresst hat, einfach zufriedengestellt wird. Fertig. Ja. Also, ich würde jetzt vorschlagen, du kennst doch noch das Gerichtsgebäude. Ja. Wenn wir da das schaffen, was zu platzieren, Lava zu platzieren. Diesen Rad da, dann, ja, okay. Dann brennt's. Ja, okay, dann lass losgehen. Lass okay, losgehen. Wir müssen, los. wir kennen uns aber ja da ein bisschen aus. Wir lassen uns von hinten gehen. Ja. Ja, komm mit. Jetzt. Richtig vorsichtig sein. Ja, wir müssen echt, wir dürfen uns nicht sehen. Aber bekommen wir schon hin. Denn wir brechen denen alle Knochen. Ohne Spaß, denn wir sind die Knochenbrecher. Ja, Mann. Die Knochenbrecher! Leute, jetzt wird hier, guck mal, das ist eine Ansage, aber die rechnen nicht damit. Die rechnen damit. Das Logo im Chat weil eine Ansage. Weil die checken das, die können nicht verstehen, was das bedeutet. Und dafür muss man ein vollblütiger Knochenbrecher sein, um das zu verstehen. Komm, geh. Ist das Lager da? Ich hab was gehört. Weißt du, wo wir sind? Ja, ich weiß, wo wir sind. Komm mit. War lang genug Sklave. Oh mein Gott, ich höre Mofuk. Ja, ich höre auch Mofuk. Aber den können wir nicht töten, weil dann eskaliert es komplett. Ja, geh. Hier ist so ein komischer... Hier sind die... Stopp! Ja, zurück, ja. Da ist Revi. Okay. Er ist genau am Gerichtsgebäude. Ja, der darf uns nicht sehen. Okay. Oh Gott. Wir bleiben hier. Oh, da läuft noch jemand, da läuft bei Louis. Meinst du, wir können einfach rushen? Nee, können wir nicht. Können wir nicht. Also können wir theoretisch... Nein, können wir nicht. Mann, ich hab Angst! Könnt ihr da nicht irgendwie weggehen? Die machen da irgendwas, ich weiß nicht, was die da machen. Ich lass uns ein bisschen zurückziehen. Erst nochmal. Doch, wir müssen rushen. Wenn wir rushen, wäre das, glaube ich, das Beste. Wenn wir einfach reinstürmen. Komm mit. Was? Wo bist du? Hier, hinter dir. Ja. Chill. Nein, lass nicht rushen. Warte mal, wir gucken mal noch. Wir sind auf jeden Fall genau am Gerichtsgebäude und Balou ist oben drauf. Warum? Ich weiß nicht. Oh Mann! Achso, meinst du, die hätten... Ich glaube, das wäre die beste Idee eigentlich, wenn wir jetzt... Die können nicht wissen, dass wir das... Nein, lass nicht reinstürmen! Ja, okay. Hier ist Mofuk, genau. Hinter der Wand. Hä? Also wenn wir den töten, dann... Nein, wir dürfen... Wir sind sozial. Ja, wir sind auch keine Tiere... Guck mal nach, ob da Rebi ist. Lass gucken, oder? Lass rushen, oder? Warte. Der ist... Wir müssen rushen, komm mit. Rush, geh vor. Komm mit. Vom da willst du rushen? Ja, hier ist die Tür. Stopp! Oh, er war genau an der Tür. Was? Warte, komm mit. Ja, okay. Da? Ja. Nimm den Lava-Eimer in die Hand. Und ja. Vollgas. Ins Gerichtsgebäude. Da ist jemand, egal. Egal. Die werden denken, dass wir Revi sind. Ja, glaube ich auch. Und setz die Lava-Eimer. Ja, okay. Perfekt. Das abbauen. Mission fertig. Warte, mal gucken, die haben uns noch nicht bemerkt. Kommt, das Knochenbrecher-Logo in den Chat. Zack, es brennt. Brennt das echt? Guck mal nach. Klar, Phoenix, fängt es gleich an zu brennen. Aber lass abhauen. Ja. Über die Zinnen? Warte, ich will nur kurz gucken, ob sie es sehen. Brennt es? Da oben ist er. Da unten ist er. Er hat's gemerkt, er geht löschen. Oh, es brennt, guck mal, es brennt! Oh, die Ja, okay, ey, nee, ich kann kein Mitleid zeigen, das tut mir schon ein bisschen leid, aber... Junge, dieser Turm hat 2 Tage gedauert. Dieser Turm hat einfach... Ey, Leute, die gestern den Stream von mir geschaut haben, die wissen, wie lange das gedauert hat. Komm, wir werfen noch Steine. Das ganze Gebäude brennt. Ja, unser Turm wurde auch abgebrannt. Stell dir vor, der Baum fängt an mit brennen. Ja, tut mir leid. Ja, Baum soll er... Ja, der Baum wird auch brennen, locker. Denkst du, der geht bis dahin? Warte mal. Egal, nee. Sorry, tut mir leid.
Tut mir leid, Revi. Tut mir leid, du hättest... Da, der schießt. Ja, er schießt. Der trifft nicht. Digga, ich bin ein Albaner aus dem Dschungel, Digga. Ich werf mit Stein. Da ist Hodo. Okay, lass abhauen, Penny. Lass abhauen. Okay, komm zurück. Wir dürfen nicht sterben. Die dürfen auch nicht sehen, wo wir hinlaufen. Ich glaube nur... Ja, gut. Revi weiß halt, wo wir sind. Er kann... Weil das Ding ist, wenn er jetzt schnell fliegt mit seinem scheiß Ding da, ja, ist er nämlich eher da als wir. Ja. Wir müssen, ohne Wissen, wir werden schauen, dass wir das meinen, dass unsere Mauern vielleicht sogar bald in Stein umhüllen. Das müssen wir schauen. Es tut mir leid, Revi, aber... Selber schuld. Da musst du die Suppe selber auslöffeln. Tut mir echt leid. Aber hat geklappt. Ich hab gesagt, ohne Spaß hätte er das nicht getan mit Tom. Wir hätten das kurz angezündet, dass so 4 Blöcke kaputt gegangen wären. Dann hätten wir es instant gelöscht und da wäre dieser Person, wer immer das ist, der uns erpresst hat, einfach zufriedengestellt worden und wir hätten alle Ruhe. Ja. Aber so. Das Ding ist, er hat jetzt unseren kompletten Turm zerstört. Ich guck dir den an, Alter. Guck dir den einfach mal an. Mann, wir wollten. Oh mein Gott! So ein Turm, das ist so. Oh mein Gott. Ach, Alter, das ja, wir müssen ist schauen, ein bisschen traurig. Wir müssen schauen jetzt, dass wir unsere Mauern in Stein vielleicht. Also, ich weiß nicht, was du davon hältst. Keine Ahnung. Oder vielleicht noch eine Außenmauer machen mit Stein? Ja. Ich würde sagen, immer lass uns trotzdem erstmal noch hier innen drin alles fertig machen. Ja, ja, das sowieso. Weil solange innen drin nichts fertig ist und den zweiten Turm auf jeden Fall. Ja, ja, da werde ich auf jeden Fall. Schauen. Ich würde einfach nochmal mit Stein angreifen. Ja, nur das Problem ist, was, wenn wir sterben? Wenn wir sterben, vielleicht lassen wir am besten die Rüstung hier. Ja, okay, gut. Ich schmeiß jetzt einen Stein auf Mofuk. Nein, mein Stein ist abgeprallt. Muss aufpassen, dass hier keiner kommt. So, Mofuk ist zugebaut. Sieh da noch. Ja, sie haben es gelöscht. Da ist Hodor, Hodor hat einen Stein abbekommen. Wenn Revi von hinten kommt, sind wir tot, ne? Der kommt! Von hinten? Ja, nein, Hodor kommt auf uns zu. Revi kommt, okay. Revi! Renn! Er tötet mich! Ja, kann ich dir nicht helfen. Renn, helf mir! Du musst Steine werfen! Ja, hab ich. Okay, ich fall unten in diesen See und ich überlebe. Hodor ist gestorben, jawohl! Ja, ich hab seine Sachen. Ich hab seine Rüstung. Ich hab noch ein Herz. Ja, du wirst sterben. Ich bin im Wasser. Ich kann überleben, 100%. Ich schreibe jetzt gleich, die Beute gehört uns. Ich habe jetzt ein Schwert. Ich könnte noch seinen Helm nehmen. Nein, lieber überleben. Warte. Also, kannst probieren. Nimm. Unnötige Sachen werfe ich kurz hier weg. Nur aufpassen, dass er nicht kommt. So. Jawohl, wir haben seine Rüstung. Knochenbrecher! Ich hab eine Leine. Sehr schön. Und einen Bogen, Alter! Ja, nimm den Bogen! Oh. Alles gehört uns. Jawohl. Ich wusste, ein zweiter Angriff ist gut. Jawohl, jetzt haben wir sie in der Hand. Wir haben alle Sachen. Schreib auch das Zeichen. Demonstriere ihnen unsere Macht. Wir sind zu zweit. Das hat er sich alles selber zuzuschreiben, wenn er hier alleine mit seinem Reittier hier rüberfliegt und alles anzündet. Ja. Oh, da ist er geschlagen. Komm rüber. Mach die Tür zu, wenn du reinkommst. Lass in unsere Festung gehen und ein Festmahl essen. Ey, hol deinen Mann zurück. Einmal auf mein Grundstück und du stirbst. Einmal noch und du stirbst. Petrit. Was ist? Habt ihr euch etwa verbündet? Nein. Ne, haben wir echt nicht. Niemals. Haben wir echt nicht. Wir haben einen Frieden ausgehandelt. Na, bist du jetzt allein? Das schon, aber wir haben keinen. Wir haben uns nicht verbündet. Was machst du? Ich mag vielleicht allein sein. Wie, du bist allein? Ja, stimmt, du bist. Doch, haben ich wir bin so weit weg. Und bleib auch da! Bleib! Wenn ich einmal was von dir höre, Revi. Einmal. Einmal. Ich werde nicht für lange Zeit da bleiben. Ich werde zurückkehren mit deiner Armee. Mit deiner Armee? Mit welcher Armee? Mit welcher Armee? Ich spotte nicht. Ich spreche nur die Wahrheit. Was für eine Armee? Was? Willst du Schafe züchten und mit denen kommen? Die Wahrheit gesprochen, du. Ah, okay. Du hast unseren ganzen Turm zerstört. Das stimmt. Also einfach so. Stört dich nicht. Also wie Gaia und Mofuk. Eventuell versuchen wir. Was? Zeitweise mal uns zu treffen und zu einigen. Auch wenn wir einander Ungutes getan haben. Wenn du da mit deinem Mofuk ankommst,
wird er instant sterben. Direkt. Tot. Okay, na, Petrit, bleib mal ruhig. Okay, okay, ich entspanne mich, Also, für ein Gespräch werden wir offen. Ja, ja, eventuell, ja, doch. Aber. Doch. Aber, Jamo. Mit einem gewissen Abstand, würde ich sagen. Ja, oder? Auf jeden also, Fall. Wir wissen nicht, wozu Mofog in der Lage 100 ist. 100 Meter Abstand. Wir werden schreien müssen. Hast du verstanden? Revi? Ist er jetzt gut? Ja, so sei es, ja, so sei es. Ja, okay, gut. Revi! Kann ich euch trauen? Ja, kannst du! Mann, du hast doch gefragt, ob wir ein Gespräch haben wollen. Du warst also, ob du zwei Leute mit so einer Festung trauen kannst, das ja, weiß okay, nicht. Gut, das ne, kann ich befürworten, aber dennoch. Wir sind keine Untermenschen, also, ich sag mal so. Was soll das denn heißen, Mo? Der einzigste Untermensch bist du, Revi, und das weißt du. Mo, bitte schweig. Du vertrittst nicht die... Mo, du vertrittst nicht die Knochenbrecher, sonst verspottest du uns hier noch. Ich brauche, glaube ich, ein bisschen Schlaf. Ja, okay, gut. Alles klar, Revi. Wann treffen wir uns? Wir können morgen um... Ja, wenn die Sonne am höchsten steht.